So, da sind wir auch schon zurück für den nächsten Tipp für euch. Nämlich, gerade habe ich für euch das Bronze-Video aufgenommen. Ne, nicht Bronze-Video, Kupfer-Video. Wie man halt Kupfer am schnellsten findet, wie es aussieht, wie ich da immer so vorgehe. Und natürlich werde ich das Ganze natürlich auch mit Zinn machen. Und was haben wir hier? Einmal Zinn vorkommen, nochmal Zinn vorkommen. Aber ich werde euch natürlich zeigen, wie ihr am besten vorgeht. Es ist eigentlich ganz simpel. Es ist genauso wie mit den Feuersteinen. Man findet Zinn immer im Schwarzwald. Zumindest so weiß ich es bis jetzt. Weiter kam ich noch nicht. Ich kenne bis jetzt nur Auenland und den Schwarzwald. Aber im Schwarzwald immer am Wasser, am Rand findet man Zinn. Im Landwald. Im Wald selber findet man nur Kupfer, aber hier im Wasser eben nur Zinn. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal so sagen, weil einige werden bestimmt auf der Suche sein, wo ist denn hier bitte Zinn? Weil am Wasser geht man ja dann doch nicht so oft her, außer man sucht halt Feuersteine. Aber wie gesagt, Zinn findet ihr ganz einfach immer am Rand vom Schwarzwald. Wir können auch hier nochmal gerade schnell auf der Map gucken. Ihr seht halt, gut, Zinn hole ich mir immer mit. Zinn ist halt ziemlich klein, da schlägst du zweimal drauf und schon hast du einen Zinn eingesteckt. Deshalb ist es auch nicht groß markiert. Hier habe ich mir aber Kupfer markiert. Kupfer, 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 Kupfer. Überall Kupfer. Aber Kupfer, wie gesagt, immer nur im Wald selbst und Zinn außerhalb am Wasser. Meine Güte. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch gut dabei helfen, wie ihr jetzt auch Zinn herstellen könnt, beziehungsweise in den Ofen schmeißen könnt. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Follow da. Wenn ihr noch Bock habt, gerne noch ein Abo da lassen. Und vielleicht sieht man sich mal im Livestream. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken und haut rein.